Hallihallo, ihr lieben Leute, mein Name ist Michael Waletzko. Schön, dass ihr wieder einschaltet hier bei Menschenfischen. Heute geht es um folgendes Thema. Bist du vorbereitet? Und das ist eine Frage, die stellt Schwester Margarita Valapila aus Bad Sodensalmünster, aus dem Haus Raphael, wo ich öfter mal auf Exerzitien war. Im Prinzip bei jedem Exerzitien. Und ich habe mir da nie so richtig Gedanken gemacht. Ja gut, ich bin jetzt 36 oder 37 und ein ganzes Leben noch vor mir. Und vor ungefähr 3 Wochen ist ein Bekannter von mir gestorben. An dieser Stelle an die Freunde und Hinterbliebenen ein herzlichstes Beileid. Der ist gerade mal 32 Jahre alt geworden, ging auf die Toilette, fiel um und war tot. Und als ich diese Nachricht bekommen habe, fielen mir die Worte von der Schwester ein: Sind Sie vorbereitet? Das heißt, die Welt versucht uns zu erzählen: Hey, Geiz ist geil, mach Party, lebe, als wenn es der letzte Tag wäre, gib nochmal alles, lass die Sau richtig raus, feier nochmal richtig und. Und mir wurde selbst auch mal die Frage gestellt, ein Priester, der Pater Malachias übrigens, hatte mir die Frage gestellt: Hey, was würdest du machen, wenn morgen dein letzter Tag wäre, wenn heute dein letzter Tag wäre? Also wenn du morgen sterben würdest. Habe ich gesagt, ja gut, würde ich meine Freunde einladen, mit der Familie nochmal zusammensitzen, essen, feinstes Essen und irgendwie nochmal vielleicht eine gute Flasche Wein aufmachen und so weiter. Und als diese Nachricht kam, dass dieser junge Mann mit 32 verstorben ist, habe ich mir gedacht, okay, wenn du wirklich morgen vor Gottes Angesicht stehst, wenn du morgen stirbst, ist das, was hier ist, was heute und was passiert ist, das ist dann zu Ende. Du nimmst nichts davon mit, außer die Dinge, die du getan hast. Das heißt, die guten und die schlechten Dinge. Dann stehst du vor Gott und musst dich dafür rechtfertigen. Entweder sagt er, hey, gut gemacht, gutes Leben, hast alles, was ich dir geschenkt habe, irgendwie genutzt und etwas draus gemacht. Oder er sagt, ey, guck dir das mal an. Und ich denke, dass das der Punkt ist oder der wichtigste Punkt in unserem Leben. Ich hoffe, es rauscht jetzt nicht zu sehr, weil es ein bisschen windig ist. Also einer der wichtigsten Punkte, wenn nicht der wichtigste Punkt, ist darüber nachzudenken und uns dessen bewusst zu sein, dass jeder Tag erstens ein Geschenk ist und du weißt nicht, ob du morgen wach wirst. Das heißt, dass wir so leben, als wenn morgen wirklich der letzte Tag wäre, aber dass wir morgen vor Gottes Angesicht stehen können und dass wir dort mit reinem Gewissen stehen, dass wir uns nicht ducken müssen, dass wir nicht den Kopf senken, dass wir uns nicht schämen müssen. Zumindest soweit es uns sündigen Menschen überhaupt möglich ist. Dazu schenkt er uns jeden Tag die Möglichkeit, dass wir neu starten, dass wir neu beginnen, dass wir vor allen Dingen die Beichte besuchen. Er gibt uns die Kraft durch die Heilige Kommunion, durch die Sakramente, die er uns geschenkt hat, durch das Gebet. Und ich denke, oder ich bin überzeugt davon, wenn wir seinen Rat, wenn wir nach seinen Regeln, nach seinen Geboten und nach den Dingen, wie es in der Bibel steht, wenn wir danach versuchen zu leben, jeder nach seinen Möglichkeiten. Also auch, es muss nicht jeder 8 Stunden am Tag beten. Ein Heiliger hat mal gesagt, wenn du nur einen Satz aus der Bibel verstehst, lebe danach. Und ich denke, in dem Bewusstsein, dass jeder Tag ein Geschenk ist und dass jeder Tag der letzte Tag sein könnte, wenn wir in dem Bewusstsein leben, dass wir irgendwann mal vor Gottes Angesicht treten, ist es, glaube ich, ein guter Impuls, um den Tag mit Gott jeden Tag zu beginnen, mit Gott jeden Tag zu beenden, morgens zu danken und abends auch Entschuldigung zu sagen für das Ganze, was uns misslungen ist, wo wir Gott vielleicht beleidigt haben, die Beichte zu suchen und die Sakramente zu empfangen, damit wir gestärkt in den Tag gehen und damit unser Leben gelingt, damit unser Leben reich an Fülle ist, an Gottes Gnade. Und ich glaube, dann kann nicht mehr viel schief gehen. In diesem Sinne, liebe Leute, ich wünsche euch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche, wann auch immer ihr das schaut. Und es freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal und tschüss.